Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Near Replicant Video soll es mal um die Aufgabe zerbrechliche Lieferungen gehen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze zu kommentieren, weil es an einer Stelle ein bisschen tricky ist. Also falls du auch damit Probleme hast, werde ich dir jetzt hier versuchen, meine Tipps und Tricks zu geben, damit du hier wesentlich einfacher und entspannter die Aufgabe abschließen kannst und den Gegenstand abgeben kannst. Das große Problem ist ganz einfach, dass er, ja, wie die Aufgabe schon sagt, sehr, sehr leicht zerbrechlich ist. Sprich, du darfst dich nicht rollen mit R2, du darfst nicht von den Gegnern getroffen werden. Du hast jetzt den Start gesehen, den Questgeber. Das Ganze habe ich natürlich jetzt hier ein bisschen vorgespult. Ich denke, der Weg ganz, ganz einfach. Kannst du dir ja als Orientierungspunkt die Brücke setzen. Da geht es einmal rüber. Dann geht es hier ein Stückchen nach links. So, dann hier einmal durch den Tunnel. Dann triggert hier eine kleine Cutscene, wo du schon mal siehst, wo du hin musst. Ja, der Weg an sich nicht wirklich schwer. Den ersten großen Tipp, den ich dir geben kann, setz dir hier auf jeden Fall einen Save Point. Falls dir die Ware zerbricht, einfach dann nochmal ins Menü rein und Spiel laden. Dann kannst du das Ganze so oft versuchen, wie du möchtest. Ich denke, bis zu diesem Zeitpunkt hier sollte mit der Ware nichts passiert sein. Sollte nicht kaputt gegangen sein. Ansonsten musst du natürlich nochmal einen Save Point davor anwählen. So, dann kommen hier jetzt die ersten Gegner. Ich denke, das Ganze ist noch relativ easy. Ich habe das Ganze immer mit R1 gelöst, sprich R1 gedrückt gelassen, wo er dann hier die ganzen, ja, Feuerbälle abschießt, ganz einfach. Dann kannst du hier ein Stückchen nach vorne rennen. Solltest auch immer mal wieder R1 loslassen, damit hier dieser kleine, ja, Feuerballschauer ganz einfach losgelassen wird. Dieser Angriff ist auch enorm stark. Und dann kannst du hier die ersten drei Gegner relativ einfach eliminieren. Wenn das Ganze passierte, solltest du direkt nach vorne. Ja, weil dann jetzt hier gleich ein paar neue Gegner spawnen. Da siehst du sie schon. Dann geht es hier einmal die Leiter hoch, einmal kurz X drücken. Ich denke, bis hierhin sollte es kein Problem sein. Die Ware sollte noch heile sein. Und hier oben spawnen dann jetzt enorm viele Gegner, muss man sagen. Ja, das ist ein bisschen tricky. Da bin ich ständig reingerannt, habe es mit Sprüngen versucht. Das ist alles Mist. Jetzt habe ich mich hier ganz nach außen gestellt. Habe natürlich hier immer die gegnerischen Bälle abgewehrt, zerschossen. Hab dann hier drauf gehalten, hab immer mal wieder zwischendurch mal R1 losgelassen. Mich hier erstmal um den Gegner hinten gekümmert. Der Anfang ist mit Sicherheit der schwerste. Wenn du dann einmal auf der Brücke stehst, ist es relativ einfach. Du sammelst hier auch noch einige Wörter ein, schaltest einige Tutorials frei. Also ist sehr, sehr zu Beginn des Spiels natürlich möglich, hier die Aufgabe abzuschließen. Der Gegner hier ein bisschen ekelig, kannst du nicht so richtig befeuern. Musst du immer mal wieder R1 loslassen, damit hier der Schauer einfach auf ihn niederprasselt. Und wenn du das Ganze geschafft hast hier zu der Stelle, dann ist eigentlich die Aufgabe zu 90% abgeschlossen, würde ich sagen. Dann kann nicht mehr viel passieren. Da solltest du natürlich gucken, dass deine blaue Anzeige oben rechts sich immer auffüllt. Ja, dauert nur ein paar Sekunden. Und dann solltest du hier aus sicherer Distanz ganz einfach die Gegner beschießen. Wie gesagt, einfach R1 gedrückt lassen. Ab und zu immer mal R1 loslassen. Konzentriere dich hier auf die Bälle, fliegen teilweise links und rechts an dir vorbei. Sollte kein Problem sein. Und dann siehst du, ist ab der Stelle hier eigentlich das Ganze relativ safe. Hier bewege ich mich jetzt relativ langsam auf der Brücke, warte dann, bis meine Magieanzeige wieder voll ist, die blaue. Dann schieße ich hier weiter, renne natürlich wieder ein Stück zurück, damit ich die gegebenenfalls die gegnerischen Angriffe besser einschätzen kann, damit ich hier eine vernünftige Distanz habe. Du siehst, dass der Gegner hier schon relativ nah kommt. Deshalb justiere ich hier nochmal ein bisschen nach, gehe nochmal ein Stückchen zurück. Und dann kannst du das Ganze eigentlich sehr, sehr entspannt abschließen. Ja, das ist hier der ganze Trick, wie man hier die Lieferung sicher abgeben kann. Da oben rechts siehst du jetzt schon das Ziel, das kleine Häuschen. Hier spawnt jetzt nochmal ein etwas größerer Gegner am Ende. Aber auch der sehr, sehr einfach. Solltest dich hier relativ langsam nach vorne bewegen, damit du ganz einfach nicht reinrennst. Hier wusste ich schon, dass er kommt. So, dann die ganze Zeit beschossen. Natürlich hier auch immer ein Stückchen zurück aus sicherer Distanz. Und dann ist das Ganze auch erledigt. Ja, hier erhältst du noch ein Wort. So, und dann geht's hier weiter. Dann passiert hier auch nichts mehr. Einmal die Leiter hoch. So, und dann ist hier die Zielperson, wo du das Paket abgeben musst. Du musst das Ganze dann mehr oder weniger zweimal bestätigen. Erst will er dich hier so ein bisschen verscheuchen. Das muss das Haus des Anführers sein, genau.
So, dann möchte er erst, dass du verschwindest, dann passiert gar nichts. Und sobald dann das Icon ganz einfach wieder triggert, dass du ihn neu anwählen kannst, hier nach diesem kleinen Dialog, hier siehst du es jetzt, das orangefarbene, betätigst jetzt nochmal und dann sagt er, dass er ein Päckchen halt hat, das er gerne abgeben möchte. Dann sagt er, okay, soll man einfach vor die Türschwelle legen oder wie auch immer, muss man dann noch ein bisschen warten. Ich werde dem Kunden sagen, dass wir fertig sind. Wunderbar, Paket abgeliefert und dann ist das Ganze hier erledigt. Zu guter Letzt musst du natürlich dann noch zum Questgeber zurück. Das Ganze ist sehr, sehr einfach. Du kannst ab jetzt natürlich wieder theoretisch oder auch praktisch getroffen werden. Es kann dir nichts mehr passieren. Hier waren noch zwei Gegner unten. Ansonsten ist jetzt hier alles gesäubert. Du siehst, ich gehe den kompletten Weg zurück. Ja, hier wieder durch die Steppe durch, über die Brücke. Dann geht es hier ein Stückchen nach rechts, durch das Tor durch. Hier siehst du den Weg dann nochmal zurück. Hier ist der Questgeber an dem Eingang hier, an dem Burgtor. Musst du natürlich dann nur noch einmal anwählen, einmal bestätigen, den Dialog hier ein bisschen fortführen. Und dann kriegst du deine Belohnung. Und dann ist die zerbrechliche Lieferung abgeschlossen. Hast du die Aufgabe hier im Sack, wirst nochmal mit Goldstücken belohnt. Das war's von mir. Bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Kanalabo am Start, wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.